Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Skies of Arcadia Legends. Und wir befinden uns ja gerade am Fuße dieses großen Tempels anscheinend. Wollen mal gucken, was uns hier oben erwartet. Aber so wie ich mir das denken kann, ist es ein Bossgegner. Warte mal. An sich haben wir alle volle HP. Ne, gut, sie hat einfach 100 weniger. Etwas über 100, aber egal. Ein großer Geier. Okay, kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber es scheint bloß ein Geier zu sein. Von daher. Das ist gar nicht gut. Okay, ich glaube, Weiß und Drachma sollten hier im Endeffekt eigentlich nur angreifen. Und Fina und Eika sollten auf jeden Fall für die Heilung zuständig sein. Spirit-Aufladung. Also Drachma ist an sich ja so kein schlechter Kämpfer, ne? Vor allem da auch mit seinem Superzug Spirit-Aufladen sehr gut dafür sorgen kann. Schlafring, danke. Ich würde ja Schwetterregen sagen, aber ne, reicht schon. Objekte. Warte mal. Eine Box ist zerbrechlich. Nein. Entwickelt und verbündete Heilung. So, bei 3 oder 4 Ladungen. Nein. Geschwindigkeit 1000, nein, nein. Deine Box mit Slipara Zauberung ist mir gut. Kann man mal nehmen. Vielleicht bringt das ja was und er schläft erstmal ein. Natürlich bringt das nichts, danke. Weiß gegen Angriff. Tja, im Moment können bloß die beiden hier helfen. Panikkreis. Oh, Schlupfwege. Sehr schön. Natürlich, Schlupfwege.
Alter, und das sorgt natürlich dafür, dass es gleich weniger wird. Natürlich. Okay. Oh, wirklich kein MP mehr. Dann halt so. Weiß. Es ist immerhin ein Vogel. Da wird, ich meine, da wird ja wohl Elektrizität was ausmachen, ne? Ich habe ihn ja eigentlich so weit schön runter schon, aber es ist eben noch nicht gut genug. Und ich würde schon gerne ihn mehr abziehen. Die anderen beiden pennen. Ich kann hier gerade wirklich nur was mit den Zubezügen ausrichten. Normale Angriffe sind einfach zu schlecht immer. Man könnte sagen, fast die Hälfte, ne? Alter, wirklich? Willst du mich veralbern? Eika ist gerade diejenige mit den... Na, klasse. LOL! Wirklich? Was war das? Alle HP vor allem Verbündeten. 50%ige seine... Das haben wir 50%ige Chance, einen Verbündeten 50% seiner HP wiederherzustellen. Einmal dich. Das wollen wir mal bei Drachma selbst hier einsetzen. Natürlich. This should work. Okay, ist das schon mal weg. Sehr schön. Super Zug. Let's try this. Eika war schon dran, von daher ist es egal. Kannst du gerne. Oh, bereits über die Hälfte abgezogen hier.
So, mein Lieber, jetzt bist du dran. Jetzt bist du fertig, sag ich dir. Genau, das waren die mit 1000. Nö. Du blödes Federviech. Echt ein blödes Pederviech, ganz ehrlich. Ich hasse dich. Aber ich krieg dich down. Es war bloß mühselig, aber... Dich krieg ich down. Super Zug. Ich setze jetzt alles drauf, was ich habe. Vielleicht hätte ich auch mit Mondsignal angreifen können. Naja, was soll's. Ach, Drachma darf auch mal schlafen. Du kriegst noch mal einen auf die Omme. Das ist gar nicht gut. Ja klar, natürlich tut es dir leid. Tut mir zwar jetzt bloß leid um die ganzen EP, die sie nicht kriegt, aber immerhin. Höhe Crystal Silph Seed. Es sieht so aus, als sei der Kristall hier verborgen. Hey, ihr da, schaut mal her. Die Person an dieser Wand sieht aus wie Fina. Du hast recht. Ich frage mich, ob diese Quitia ist? Von dem die Dorfbewohner gesprochen haben. Wir, die wir vom Tempel des Silver Moon kamen. Fina? Wir, die wir vom Tempel des Silver Moon kamen, haben in diese Wälder, nachdem die Rains of Destruction das Land weggewaschen haben, den Riesen Grendel verbannt, der nie schläft,
Als das geschehen war, wurde der Green Crystal innerhalb dieser Mauern aufbewahrt. Dies ist in der heiligen Sprache des Silver Temple verfasst. Die Silviter müssen die Worte geschrieben haben, als sie hier waren. Das sind die Ruinen von Exataka, nicht wahr? Warum sollten Silviter hierher kommen? Die Reigns of Destruction haben die Green Civilization fast vernichtet. Doch auch nach dem Ende der Regenfälle fuhr Grendel damit fort, das Land zu terrorisieren, generationenlang. Die Silviter kamen hierher, um ihm Einhalt zu gebieten. Aber sie kamen zu spät. Die Green Civilization war vernichtet und von ihrem Volk waren nur ein paar primitive Stämme von Beutegier übrig. Die Einwohner jenes Dorfes nahmen aber wahrscheinlich an, die Silviter seien Götter, weil sie Grendel in Schach halten konnten. Jetzt wird alles klar. Deshalb glaubten sie, Fina sei eine von den Quita. Aber dort steht, der Green Moon Crystal sei innerhalb dieser Mauern verborgen, nicht wahr? Aber ich kann den Kristall nirgendwo sehen. Wo er wohl ist? Du hast recht, er sollte hier sein. Wer ist da? Lass ihn nicht entkommen, er hat vielleicht den Kristall. Das ist also das Gespenst. Wer bist du? Und warum verfolgst du uns? Bitte, tötet mich nicht. Ich bin ein Hohepriester von Exataka. Ein Hohepriester? Du bist uns den ganzen Weg vom Hortika über gefolgt. Nein, ich bin euch nicht gefolgt. Ich bin schon lange hier. Es ist meine Pflicht, diese Ruinen zu bewachen. Falls jemand versucht, diese Ruinen auszurauben oder den Greenstone zu stehlen, dann informiere ich König Exataka. Moment mal, willst du damit sagen, dass der König die ganze Zeit gewusst hat, wo die Lost City sich befindet? Ja, wir haben Isapas Rätsel gelöst und Rixis gefunden. Und hier fanden wir den Greenstone. Der König und Isapa waren sehr froh, weil wir ihn dazu benutzen konnten, den Valuanern in Einhalt zu gebieten. Den Valuanern Einhalt gebieten? Ihr wollt doch nicht etwa... Spuck's aus, oder willst du, dass ich dir den Schädel zertrümmere? Ist ja gut, ich werde es euch sagen. Der König und Isapa sagten, dass ich kann das Wort heute nicht aussprechen. Greenstone die Macht besitzt, den Giant zu erwecken. Wenn der Giant käme, würde er die Valuana zurück in die östlichen Himmel jagen und wir wären sicher. Was? Isapa, jetzt wo du frei bist und die Valuaner mit der Suche nach Weiß und seinen Freunden beschäftigt sind, können wir den mächtigen Giant anrufen. Erwache Giant of the Forest. Ich, der den Sacred Greenstone besitzt, befehle dir, unsere Feinde zu vernichten.
Ey, ganz ehrlich, so ein blöder Idiot. Aber die Folge ist an sich eigentlich schon erstmal wieder vorbei. Weiß, bitte vergib uns. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Wälder und das Volk der Xatakane zu retten. Es gibt immer eine andere Möglichkeit, aber ihr seid ja immer alle so vorschnell. Aber gut, wenn ihr das wollt. Aber schön, schön, dass ich hier jetzt erstmal wieder alleine tippen kann. Leute, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich werde die Folge hier erstmal beenden. Schaltet auch zur nächsten wieder ein. Bis dann allerdings. Habt erstmal einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.